In Deutschland leben 50% Männer und 50% Frauen. Bei uns in Niedersachsen sieht es genauso aus. Hier gibt es genauso viele Männer wie Frauen. Und das ist übrigens weltweit der Fall. Die Natur hat es hier also sehr gerecht zugehen lassen, oder? Anders im Deutschen Bundestag und auch bei uns im Niedersächsischen Landtag. Nur 30% der Abgeordneten sind weiblich. Und dieser Anteil lag vor der letzten Wahl sogar höher. Also heißt, wir haben hier einen Rückschritt gemacht. Wie kann das sein? Nach 100 Jahren Frauenwahlrecht und 70 Jahren Artikel 3 im Grundgesetz. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, müssten wir rechnerisch weitere 70 Jahre warten bis zur echten Gleichberechtigung. Wollen wir das? Wir niedersächsischen Landfrauen sagen nein. So lange können und wollen wir nicht warten. Deshalb fordern wir ein Umdenken in der Gleichstellungspolitik. Denn es hat gezeigt, dass die bisher ergriffenen Maßnahmen einfach nicht weitreichend genug sind. Wir fordern ein Paritätsgesetz für den Bund und auch fürs Land. Denn wir möchten, dass Männer und Frauen gemeinsam darüber bestimmen, wie wir in unserem Land leben und das zu gleichen Teilen. Einige Bundesländer haben bereits ein Paritätsgesetz eingeführt und auch in europäischen Ländern gibt es zum Teil schon dieses Paritätsgesetz. Zum Beispiel in unserem Nachbarland Frankreich. Das bedeutet, dass Männer und Frauen zugleichermaßen in den Parlamenten sitzen und die Parteien dazu verpflichtet werden, abwechselnd Männer und Frauen auf ihre Listen zu setzen. Denn Männer und Frauen sind nicht gleich, sie sind gleichberechtigt, aber sie haben unterschiedliche Stärken und Talente. Und die gilt es zu nutzen. Denn nur wenn wir die Stärken und Talente von Männern und Frauen gleichermaßen berücksichtigen, können wir erfolgreich in eine gemeinsame Zukunft gehen.